Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und dieses Mal mit dem OnePlus One. Da könnt ihr es vielleicht schon sehen an den Bildern. Man bekommt im Grunde zwei Pakete und kann dieses Smartphone eigentlich nicht normal kaufen. Man braucht eine Einladung zu und die habe ich dann vor wenigen Tagen bekommen und dann auch direkt bestellt. Ich habe nichts dafür gemacht, außer mich damals irgendwie vor ein paar Monaten im Forum registriert und durch die Nummerierung, die da aufgetaucht ist und oder die, ja, die Anzahl der Benutzer, die dann mit der Zeit abgearbeitet wird, hat man dann halt die Einladung bekommen und da wird jetzt in diesen Tagen oder in den letzten Tagen wurden da wirklich viele Einladungen verteilt und deswegen konnte ich das jetzt kaufen. Kostet 299 Euro in der 64 GB Version in schwarz. Das weiße Modell kostet 269 Euro und ist mit 16 GB internem Speicher ausgestattet. Ja, ist heute angekommen, kam aus England, also keine Probleme mit dem Zoll oder ähnliches. Und ja, das packen wir jetzt mal aus. Man bekommt zwei Pakete, einmal hier den Adapter und dann das Smartphone. Wir packen erstmal den Stromadapter aus. Also hier ist die Verpackung eigentlich cooler als der Stromadapter, der hier drin ist. Man bekommt hier einen ganz normalen OnePlus One Stromadapter mit 2,1 Ampere, die hier rausgehen. Also dürfte der 3100 mAh schon Akku relativ schnell aufgeladen sein. Habe ich gerade auch schon gemacht. Und ja, mehr gibt es an diesem Kästchen hier nicht zu sehen. Und ja, unser Hauptaugenmerk gilt natürlich dem Smartphone an sich und dieser wirklich schönen Verpackung. Selbst der Karton war relativ schön, in dem das verpackt war. Man musste nämlich so ein schönes OnePlus One Logo da aufreißen und dann hat man diesen Karton bekommen. Und das packen wir jetzt mal schön hier zusammen aus. Schöne rote Verpackung natürlich, das Übliche. Zum Aufklappen oder kommt es auch schon uns entgegen. Hier die Display-Schutzfolie war da natürlich drauf. Ich habe das natürlich schon benutzt. Und da haben wir einmal hier das Smartphone an sich, was wir hier rausheben können. Und zum weiteren Lieferumfang gehört dann wirklich schönes Zubehör. Wir haben hier einmal diesen Pin, das ist hier dieser SIM-Pin, womit wir diesen SIM-Slot für die Micro-SIM-Karte ist das, glaube ich, rausgenommen. Wir können uns das natürlich an Schlüsselbund hängen und natürlich dann jederzeit auf die SIM zugreifen, wenn wir die auswechseln. Und das Coolste ist natürlich hier dieses USB-Kabel, was dann in den Adapter gesteckt wird. Ich hole ihn nochmal hervor. Also wir können dann hier das mit diesem flachen USB-Kabel in den Adapter stecken und dann unser OnePlus One per Micro-USB-Kabel hier aufladen. Alles schön mit OnePlus One Logo und schön in Rot und Flachband, also kein Problem mit mit verdrehten Kabeln oder ähnlichem. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Also hier hat man für das Zubehör wirklich viel Zeit verwendet, deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht benutzt. Und das werde ich wahrscheinlich auch nicht, sondern das Ladegerät von meinem LG G2. Ja, soweit zur Verpackung. So sieht das Smartphone aus. Schwarz, wie gesagt, mit 64 GB Cyanogen Mod FS ist hier drauf und mit Basis von auf Basis von Android 4.4.2 immer noch. 4.4.4 ist die aktuellste Version, also mal schauen, wann da ein Update kommt. Das Smartphone an sich, als ich es direkt ausgepackt habe, hat es sofort einen enorm guten Eindruck gemacht, weil es ist zwar deutlich größer als zum Beispiel mein LG G2, wenn man das hier mal vergleicht, 5,2 Zoll, 5,5 Zoll und natürlich die enorm große Bauweise, das ist hier kein Vergleich, dann natürlich die Rückseiten hier, glänzender Kunststoff und hier diese schöne schwarze Rückseite, aber es fühlt sich extrem solide und wertig an. So wünscht man sich eigentlich ein High-End-Smartphone von großen Herstellern wie Samsung oder ähnlichem. Und das fühlt sich einfach nur sehr gut an und man hat sofort, der erste Eindruck war einfach sofort gut. Es fühlt sich relativ schwer an, es ist kompakt, es knarzt nichts oder so, es ist wirklich sehr gut verarbeitet. Und das Display steht hier etwas minimal raus, was so ein ganz, coolen Eindruck macht, weil es etwas abgesetzt ist und dass das Smartphone vom Aussehen nicht so groß wirkt, wie es eigentlich ist, denn es ist wirklich groß, weil die Ränder sind, sind einfach relativ breit und relativ groß, weil hier noch zusätzliche Hardware-Tasten verbaut sind. Ansonsten auf der Unterseite haben wir die zwei Stereo-Lautsprecher, die einen guten Ton machen sollen, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, dann Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Auf der linken Seite haben wir dann die Lautstärke-Regelung.
Sieht man jetzt hier bei dem Licht nicht so gut, doch da Lautstärke. Und hier ist dann dieser SIM-Slot, den man da entfernen muss, um die SIM-Karte einzulegen. Und man kann über, wenn man das hier rausholt, die Rückseite entfernen. Muss man eigentlich nicht, weil es einem nichts bringt, wenn man keine alternative Rückseite dafür hat für dieses Smartphone. Die kommen dann erst noch auf den Markt. Ich glaube, im 22. oder so soll diese mit Holzoptik dann vorgestellt werden. Mal schauen, ob ich mir dann so eine besorge, weil die gefällt mir richtig gut. Ich würde jetzt vielleicht noch die Carbon-Rückseite nehmen, die dann noch kommen soll, oder Kevlar oder was das da war. Aber die Rückseite gefällt mir wirklich gut. Die ist so leicht gummiert und ja, soll sich wie Stein anfühlen und fühlt es sich im Grunde auch. Es ist natürlich Kunststoff, aber es fühlt sich halt so an mit dieser rauen Oberfläche. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich war ja zuletzt wirklich genervt von den Einladungen und der fehlenden Möglichkeit, dieses Smartphone zu kaufen. Und jetzt, wo ich es habe, bin ich total begeistert. Also ja, verrückt. Ansonsten, ja, hier holt man das raus und kann die Rückseite dann entfernen. Und auf der Oberseite haben wir dann nochmal den Anschluss für die Kopfhörer. Kopfhörer an sich waren nicht dabei, was ich schade finde. Ich hatte mir jetzt noch so richtig coole Kopfhörer gewünscht, aber gut, 290 Euro, da kann man sich nicht beschweren. Und hier haben wir einmal den Ein- und Ausschalter. Auf der Rückseite dann das CyanogenMod-Logo, OnePlus One-Logo, Dual-LED-Blitz mit der gleichen Färbung. Dann ein Mikrofon und eine 13-Megapixel-Kamera von Sony. Was die besonders kann, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Schnappschüsse gemacht, aber ja, macht halt gute Fotos auf den ersten Blick. Damit muss ich mich dann nochmal näher beschäftigen. Wir schalten das Smartphone an. Vibrationsmotor ist natürlich drin. Akku 3100 mAh, habe ich schon erwähnt, lässt sich nicht austauschen. Ist fest eingebaut, obwohl es so aussieht, als ob man den austauschen könnte. Hier haben wir das OnePlus One, powered by Android-Logo. Und jetzt natürlich CyanogenMod 11S. Kann man sich je nach Bedarf ja anpassen. Man kann natürlich die CyanogenMod Logos nutzen und Hintergründe und Bilder und Bootanimationen und was auch immer. Man kann sich tausende von, ja, ich weiß nicht, tausende, aber viele von verschiedenen Designs runterladen und dann, ja, muss ich mal kurz den PIN eingeben. Hat zum Glück geklappt. Das ist nämlich eine neue SIM-Karte von der Telekom, denn ich habe mir speziell jetzt eine SIM-Karte besorgt, die auch 4G kann, also LTE, Wilhelmshaven LTE. Wusste ich nicht, ob das geht, aber ich habe hier so eine Karte gekriegt und ich schalte jetzt mal kurz das. Wir warten mal kurz, bis er sich hier verbindet mit dem Wi-Fi und der Telekom. Und dann müsste hier dann das 4G-Symbol auftauchen. So, jetzt haben wir uns verbunden mit dem Wi-Fi und der Telekom. Und ich hoffe, das klappt dann soweit. Aber hier seht ihr schon mal die Quick Settings. Die erreicht ihr dann, wenn ihr hier die Seite runtergeht. Ansonsten die Benachrichtigung erreicht ihr hier und habt hier auch nochmal Quick Settings, die ihr benutzen könnt oder ja, aktualisieren oder so. Solche Sachen. So, und jetzt will er natürlich, dass ich mich anmelde. Ich mache mal WLAN aus. Und da seht ihr es, jetzt steht da 4G, also LTE-Netz im 4G, also LTE von der Telekom funktioniert hier in Wilhelmshaven ganz gut. Also ja, diese Frequenz wird in jedem Fall unterstützt, weil es damals nicht klar war, ob jetzt überhaupt die LTE-Frequenzen hier funktionieren in Deutschland. Aber das funktioniert O2 und Vodafone kann ich jetzt nicht ausprobieren, weil ich keine LTE-Karte habe. Wenn ihr was dazu wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten Akkulaufzeit, ja. Voll aufgeladen gerade erst, ist bei 99%, schalte ich das WLAN mal wieder an und die Helligkeit des Displays, das ist jetzt automatisch geregelt und der Schwarzwert dieses IPS-Displays ist wirklich gut, also der gefällt mir wirklich sehr gut und die Helligkeit des Displays ist auch wirklich gut, also wie ihr seht hier, strahlt uns schon an. Leider habe ich das Problem mit dem Display, was bekannt sein sollte, dass ich hier so ein leicht orangenen Balken habe. Gut, das sieht man jetzt in dem Video nicht so gut, aber hier so der Bereich ist so ein bisschen gelber als der Bereich hier oben, wo es dann doch schon dem Weißwert deutlich näher kommt, obwohl es generell einen relativ starken Gelbstich in meinen Augen hat. Aber das kann ich euch am besten im direkten Vergleich mit dem LG G2 zeigen. Wir starten mal hier kurz in die Galerie. Ich hatte nämlich hier auch ein weißes Bild runtergeladen. Das machen wir mal hoch und dann gehen wir noch mal zurück in die Galerie und schauen uns das hier an.
Okay, so und hier seht ihr es, gut, hier muss ich noch mal kurz die Helligkeit auf maximal machen. So. Und so. Also, gut, in dem Winkel sieht man es jetzt nicht so gut. Hier sieht man es ganz gut. Hier ist der Weißwert des IPS-Displays wirklich sehr gut. Also mit das beste Display, was ich bisher überhaupt hatte. Und hier seht ihr es, da ist es relativ gelblich und unten wird es dann noch gelblicher. Also im Browser, wenn man liest mit weißem Hintergrund. Im direkten Vergleich sieht man es. Ich habe jetzt das Smartphone, also das OnePlus One, schon ja, 2, 3 Stunden genutzt heute, um den Akku auch leer zu kriegen. Und nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Also ich habe jetzt nicht so das störende Gefühl, dass ich jetzt unbedingt. Jetzt habe ich noch genau aus Versehen gestartet. Ja, das ist mir zu negativ auffällt. Ich hätte das als deutlich schlimmer erwartet. Also ist nicht so. Ansonsten, ja, zu den technischen Daten. Wir haben hier ein 5,5 Zoll großes IPS-Display von JDI, genau. Und eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln. Also wirklich hochauflösend. Die Symbole sind alle auch wirklich gut aufgelöst. Also Pixel kann man jetzt grundsätzlich nicht erkennen. Man kann hier natürlich die Sachen einstellen, wann sich das Display und so weiter angeschaltet wird. Hier haben wir immer noch mal die Frontkamera und die Hörmuschel und hier natürlich die Hardware-Tasten. Man kann in der Software wirklich alles einstellen. Also hier hat man viele Sachen zur Personalisierung, wie zum Beispiel der Startseite. Da können wir zum Beispiel die Hardware- oder Software-Tasten aktivieren und verschiedene Aktionen darauf planen. Wir können verschiedene Widgets hinpacken. Wir können uns Designs auswählen. Wir können wirklich alles individuell anpassen, egal ob es die Bootanimation ist oder die Symbole, die Schriftart, Hintergründe oder so weiter. Und natürlich spezielle Oberflächen wählen. Wo hatte ich das hier? Designs, genau. Und dann Designpakete. Da kann man sich auch verschiedene Designs noch zusätzlich runterladen und so weiter. Da ist hier, glaube ich, auf der Startseite sogar eine App, genau. Designgalerie. Da kann man sich aus dem Internet noch speziell irgendwelche Designpakete runterladen, wenn einem das halt nicht reicht, was man hier auf dem Smartphone. Ich mag es wie pures Android, also hier diesen Google Launcher. Und dann gehen wir nochmal kurz in die Einstellungen, um zu sehen, welche Version wir haben. Also Updates habe ich alle installiert. Wir haben hier Android 4.4.2 und die CyanogenMod 11S. Und ansonsten, ja, das Smartphone wird angetrieben von dem Snapdragon 801 Prozessor mit 2,5 GHz. Hat in Benchmarks, ich habe die jetzt hier schon drauf gemacht, da gibt es dann später noch ein Video, durchlaufen lassen. Wirklich sehr hohe Performance, also gefällt mir ganz gut. Allgemeine Performance im Browser, egal wo, wirklich sehr gut. Also ich habe jetzt keine großartigen Ruckler mitbekommen, die mich gestört hätten oder die mir überhaupt aufgefallen sind, egal ob im Benchmark oder jetzt bei der normalen Oberfläche. Also die Performance von dieser CyanogenMod 11S ist wirklich hervorragend. Also ich habe bisher noch kein so flüssiges Smartphone gehabt wie jetzt dieses Gerät. Es ist nicht so kompakt, wie ich es mir gewünscht habe. Hier seht ihr es vielleicht, die Displayrahmen, die Rahmen um das Display ist relativ breit, also nicht so wie beim LG G2 oder LG G3. Das sollte ich nächste Woche noch bekommen, dann könnte ich das nochmal vergleichen. Ansonsten der Rahmen, der Bereich hier unter und über dem Display ist natürlich sehr groß geworden, wodurch das Smartphone ja auch relativ groß ist einfach. Also es wirkt fast schon wie ein 5,7 Zoll großes Tablet oder Smartphone dann. Und ja, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ansonsten ist es nicht relativ schwer, es ist schön dünn und man kann hier mit dieser Geste dann den Lockscreen nochmal hervorholen, wo man nicht nur die Akkulaufzeit sieht, sondern zum Beispiel das Wetter, die Zeit und hier das Never-Settle-Symbol und das Smartphone dann entsperren. Ja, soweit die ersten Eindrücke mit dem OnePlus One und im Vergleich mit dem LG G2 kurz. Da gibt es dann noch einen ausführlichen Vergleich. Ist natürlich ein riesiges Smartphone, aber für den Preis, ich glaube, das Beste, was man aktuell kaufen kann, wenn man es kaufen kann. Das ist ja dann die andere Sache, ob man dann eine Einladung kriegt und das Smartphone überhaupt kaufen kann. Also, ich bin begeistert. Ansonsten in den nächsten Tagen gibt es dann noch weitere Videos. Aber bis dahin, ja. Der erste Eindruck, Unboxing und kurzer Vergleich. Wenn es Fragen gibt, Wünsche oder sowas, dann ab in die Kommentare damit und natürlich den Kanal abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.